Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Und ich habe jetzt ein bisschen so seit dem letzten Speicherstand bis hierhin und mal durchgekämpft. Und dann wollte ich jetzt mit euch mal die Alternative sehen, wenn wir das Ding hier abschalten. Ich versuche möglichst alles einzusammeln, was ich vorher mit eingesammelt hatte. Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch irgendwas gewesen wäre. Ob hier noch irgendwas lag oder so. Aber ich finde das schon geil, hier so anzusehen. So, hier beenden wir jetzt den Kreislauf. Okay. Und das war's jetzt damit. Okay, interessant. Da geht's auch noch weiter. Okay, was kommt denn jetzt dann, wenn wir jetzt hier durchgehen? Kann es nicht erkennen. Also, ah, jetzt. Wieder mit der goldenen Keycard. Von Sahara. Okay, wo landen wir dann jetzt? Da hat sich was nach Ureinwohner angehört. Oha. Was wird das denn jetzt? Hört sich nicht so schön an hier. Hier ist eingestürzt. Aber hier geht's weiter. Okay, wo kommen wir da an? Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Okay, hier geht's runter, aber ist unten noch irgendwer? Sieht nicht so aus. Können wir mal runtergehen? Wir sind übrigens immer noch rot. Weil wir mehrere Schichten rote Farbe, glaube ich, auf uns drauf getan haben. Okay, hier ist niemand. Ach, na toll. Die werden gleich die rote Farbe verlieren. Haben wir sogar schon. Wohin geht's denn da? Hier ist kalt und du bist nass. Natürlich. Und die rote Farbe sind wir jetzt los. Dann gehen wir mal in die andere Richtung. Und schauen wir mal, was da zu holen, zu finden gibt's. Oder ob wir da irgendwie rauskommen. Wir können auch das Ding jetzt mal anziehen. Und das hier ablegen.
Wir gehen erstmal dahin, bevor wir hier runtergehen. Schauen wir mal, wo das hier hinführt. Hier auf der Map wird nichts angezeigt. Also stellt sich mir die Frage, laufe ich hier überhaupt den richtigen Weg oder soll ich vielleicht in den anderen da gehen? Hier haben wir auf jeden Fall noch ein paar Kisten. Dynamit. Ah, okay. Jo. Dass ich von diesen Steindingern nicht K.O. geschlagen wurde. Ah, hier geht's raus. Und lass mal nochmal zurück und den Weg da runter mal gehen und schauen, was da gibt's. Das würde ich gerne sehen. War doch hier irgendwo. Genau hier. Will ich wissen, was da unten ist? Noch eine Tür. Wo führten die dann hin? Nochmal Dynamit. Habe ich denn genug Steine? 7. Jetzt bin ich gespannt. Okay, ich muss hier also nochmal hin. Das hört sich an, als wäre da noch ein Artefakt. Also zwei Artefakte haben wir ja schon gesehen. Einmal diese große blaue und einmal dieses Pyramidending. Und da bin ich gespannt, was da drin gibt. Also hier müssen wir nochmal hin. Wenn wir uns den Eingang gleich nochmal markieren, um hier hinzukommen. Natürlich sind wir wieder außer Puste und dauernd nur am Rennen. Genau, hier haben wir das aufgesprengt und dann. Das sieht aus nach Schneegebiet draußen. Jo, wir sind im Eisgebiet. Ah, das Flugzeug, das wir zum Abschluss gebracht hätten. Hier ist sonst keiner. Dann würde ich sagen, wir bauen hier uns eben noch mal so ein Signalding. Oh. Wo waren die Signalteile? Signalflagge.
Und hier machen wir dann die Farbe. Gelb wird reichen. Gelb wird reichen dafür. Warte mal, warte. Wie kommt es, dass wir den immer übersehen hatten hier? Wir hatten den immer übersehen. Oder ist er, kommt er nur ab dem Moment, wenn man schon drinne war? Hier, da ist ein Flugzeugteil. Flugzeugwrack. Wir sind genau hier vor. Nochmal ein bisschen Leuchtpistolen-Muni. Wir sind genau davor. Oh, Stein nehmen wir mal mit. Nein, nein. Oh. Ich gehe drauf. Okay, Steine haben wir voll. Können wir ja jetzt erstmal wieder nach Hause gehen. Beziehungsweise, Moment mal, wir haben ja jetzt eine goldene Keycard. Kommen wir damit vielleicht hier im Dingens rein? Im Boot? Warte mal, wir ziehen dich hier wieder an. Ja, wo sind die restlichen. Hallo? Ich verstehe das nicht. Da haben wir. Der dreht aber durch. Hat sie so angehört, als würde jetzt auf mich zurennen. Gehen wir mal hier unten rum. Aber ich finde schön, dass die wieder hier sind. Wieder unterwegs sind. War relativ langweilig, als sie weg waren. So, drei Stickies brauchen wir noch. Genau, hau so drauf. Ich habe irgendwas gehört. Ich weiß, vielleicht sind die auch hier. Die sechs Passagiere, die uns fehlen. Ich habe einen Kroko gehört. Oder einen Thrombosen, Jonas. Kann auch sein. Also, sobald wir zu Hause sind, müssen wir erstmal was essen. Wir sind ja wieder richtig am Verhungern. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist: Wo sind jetzt eigentlich die letzten sechs Passagiere, die uns fehlen? Fehlen uns ja noch ein paar. So, da ist schon unser Zuhause.
Warte mal, wir haben ja jetzt Megan getötet. Beziehungsweise diese Mutantenvariante von ihr. Heißt das, ab jetzt kommen die andauernd hier an? Heißt das, wir werden jetzt quasi regelmäßig hier Besuch von Megan haben? Das fände ich nicht so toll. Ist schon schwer, gegen die zu kämpfen gewesen, auf jeden Fall. So. Erste, was wir aber machen, ist da rübergehen. Und die Stickies mal da reinballern. Und die Steine lagern, das ist auch wichtig. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt danach im Anschluss, sobald wir das da eingelagert haben. Ich würde vielleicht hier auch erstmal noch schnell ein Save Game machen. Aber danach im Anschluss direkt zum Boot und schauen, ob wir da mit der goldenen Keycard jetzt überhaupt rein können. Wir haben ja jetzt einen goldenen Schlüssel. Schauen wir mal. Also die Mutantenrüstung können wir da einlagern. So, dann hier, hier und hier. Eine haben wir dann noch auf Tasche. So, womit fangen wir an da hinten? Der ist durch, der ist durch. So, haben wir. Essen. Essen müssen wir auch noch. Haben wir fast nichts mehr. Und trinken auch. Na super. Hier, trinken. Dann machen wir oben noch schnell voll. Ich finde es schade, dass da die Heidelbeeren nicht mehr nachwachsen. Hier sind die ja. So. Ausrüsten und voll machen. Dann gehen wir mal Richtung Boot. Ich bin gespannt, was wir da finden, was wir da kriegen. Weil wir müssen ja auch drinnen in der Höhle da irgendwie einen Schlüssel finden oder sowas. Keine Ahnung. Ich gehe von aus, dass es ein Schlüssel sein muss. Damit wir da rein können. Wie viele Knochen haben wir noch? 14. Gehen wir eben an. Rein theoretisch könnten wir auch eigentlich jetzt komplett auf Mutantenrüstung wechseln. Aber ich finde die Knochenrüstung cooler. Ich weiß nicht warum. Die gefällt mir mehr. So, gleich sind wir schon wieder am Land. So,
Dann laufen wir mal da schnell rüber. Entschuldigung. Ja, wir drehen mal so. So kann man parken. Ah, die Steine haben wir wieder vergessen. Egal. Aber hier ist immer ein bisschen wieder was nachgewachsen. Machen wir noch eben die Stickies. Nein, den nicht. Den. Und den großen hier. Wie den. Und den hier. Und den. Fehlen noch. Komm, wir nehmen den großen direkt da. Dann haben wir voll. So, haben wir voll. Stickies. Dann ab Richtung Boot. Schauen wir mal, was wir da finden. Na, ich würde doch eher hier irgendwie eine Siedlung machen wollen. Wenn ich hin und wieder mal reinschaue, vorbeischaue hier in dem Spiel, bauen wir hier eine Siedlung. Oder wir können auch mehrere bauen. Ist auch kein, kein Ding. Sind eh beides irgendwie nice Spots. Jo, nein. Und schnell, bevor ein Hai kommt. Und schnell. Ich habe jetzt keine Lust auf einen Hai. Der will mir die Rüstung wieder runterballern. So. Dann wären wir hier. Geld. Ja, dann können wir hier eben noch einen snacken. Ah, warte, dann können wir ja hiervon noch einen benutzen. Hallo, ich will daran. Alkohol. Und? Jo, es funktioniert. Jetzt? Was ist das? Kann ich hier nicht mehr machen? Warte mal, wo ist denn das? Da. Link sofort. Sieht irgendwie cool aus. Keine Ahnung, wofür das ist. Obwohl, das könnte ja der Schlüssel sein für der Dingens. Müssen wir jetzt nochmal hoch. Müssen wir wieder ganz nach Norden. Ich hoffe, hier ist kein Hai. So. Dann schnell nach Norden. Gut, dass wir aber aus dem Wasser rausgekommen sind, ehe es Nacht wurde. Aber jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg nach oben. Einen Hügel machen. Aber ich will es rausfinden, was da drin ist. Vielleicht ist das der Schlüssel dafür. So, einmal voll machen und los. Hä? Ach so. Hier waren noch ein paar Passagiere. Ach so. Hier auch. Hier auch noch.
Aha. Hier ist auch noch eine Höhle. Warte mal, die markieren wir uns mal. Die muss aber blau sein. Weil hier waren wir noch nicht drinne, glaube ich. Aber dann gehen wir trotzdem mal nach Norden. Warte mal. Jetzt fehlen uns nur noch drei. Drei Stück. Dann haben wir jetzt einen blauen hier wieder. Der. Ach, krass hier. Hier habe ich den nicht entdeckt. So, da lang mussten wir. Das fand ich jetzt echt krass, dass ich da die nicht entdeckt hatte. Und vielleicht sind die letzten drei da drinnen. So, die Nacht beginnt. Einmal auftanken. Und los. Ah, und wo ist denn Jonas? Und wieder. Macht denn da? Was ist mit dem? Muss aber an ihnen vorbei. Und ich hoffe, der bemerkt mich nicht. Hier kann man auch eine gute Siedlung hinbauen. Ja, ich sag mal so, aber zur Not werden wir diese Folge hier auch noch ein bisschen überziehen. Wenn das das, was da drinne ist. Wenn das etwas länger dauert oder so. So, wir müssen den hier jetzt anziehen. Und bitte sagt mir, dass ich jetzt noch alle 9 habe. Okay. Da müssen wir hoch. Und da ist der Eingang. Und ich frage mich, wie wir den wirklich übersehen haben konnten. Denn der ist schon sehr offensichtlich hier. So. Ich hoffe, das ist ein Schlüssel, was wir da gefunden haben. Und jetzt gehen wir runter. Und? Ja. Das ist es. Und was ist das? Warte mal.
Das sieht schon krass aus hier. Was ist denn das? Noch ein Artefakt? Warte, C steht hier. Was mache ich damit dann? Okay. Ah. Was mache ich denn da jetzt? Okay, geiles Teil auf jeden Fall. Und den kann ich nicht wieder einsammeln. Schade. Ich habe keine Ahnung, wofür das ist. Außer, dass ich den in den Boden reinstecken kann. Nein, nicht runterfallen. Dann ziehen wir uns hier eben hoch. Aber krass, der leuchtet. Und wieder Hunger, natürlich. Was noch sonst? Ich mach den mal rot. Aber rot gefällt mir irgendwie mehr. Jo. Warte mal, jetzt erstmal gucken, wo ist denn das? Hier. Artefakt. Ich habe so ein Gefühl, mit Blau sind wir sicherer. So, jetzt erstmal was essen. Und hier sind wir raus. Keine Ahnung, was das macht. Aber ich würde sagen, wir probieren das mal gleich aus. Wenn wir ein paar Eingeborene finden. Genau, hier wieder. Was, wenn wir den jetzt hier rot machen? Es wird nichts, wenn wir den blau machen. Es sieht jetzt auch nichts. Keine Ahnung, wofür das ist. Jupp. Das war knapp. Achso, wir müssen auch mal hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Müssen wir auch einmal alle wieder anziehen. Okay, wo sind sie? Da oben wahrscheinlich. Oder da unten. Ich habe keine Ahnung, wo die sind.
Auf eine. Jetzt auch die ganze Zeit hier unterwegs. Wie der jetzt am Flackern ist da hinten. So und so. Ja, wir müssen eben noch schnell kurz nach Hause ankommen. Ja, die Nacht ist auch schon gleich um. Wir haben die ganze Nacht jetzt gebraucht, um dahin zu kommen. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass entweder blau oder rot hier ist der eine die Ureinwohner hier weglockt, das andere hier die anlockt. Jetzt ist nur die Frage, was davon ist was. Ich vermute eher rot. Ist anlocken und blaues weglocken. Ich habe nur keine Ahnung, ob die dann aggressiv sind oder nicht. Aber kann ich mir gut vorstellen. Das Let's Play von Gronkh habe ich mir auch damals nicht einmal zu Ende angesehen gehabt. Aber. Naja, ich muss nach da hinten. Da sind wieder welche. Was passiert, wenn ich damit dahin gehe? Wir haben aber auch neue Totems wieder aufgestellt. Frage, die ich mir stelle, ist, kann ich das auch hier? Nö, hier kann ich das nicht hinstechen. Ich habe eine interessante Idee. Die Folge werde ich ein bisschen überziehen. Ich will das mal ausprobieren, ja? Was passiert, wenn ich hier jetzt blau in den Boden reinsteche? Ich will ja meine Theorie bestätigen. Okay, passiert nichts. Dann nehmen wir den mal auf. Ändern mal die Farbe. Dann stechen wir den noch einmal rein. Sieht auch nichts, ne? Ja, egal, dann scheiß drauf. Dann machen wir das Ding mal aus. Wenn da nichts passiert. Komm, drauf. Ja, schade. War eine schöne Theorie, wirklich. Da kam aber jemand. War der jetzt wegen dem Roten oder dem Blauen angelockt?
Oder hat er mich so gesehen gehabt? Das weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt voll die Idee. Wir machen demnächst nochmal eine Extra-Folge, wo wir uns etwas da auf dem Festland bauen, so einen Turm. Und probieren das mal richtig aus. Immerhin kommen wir jetzt zu Hause wieder an. Ja. Und so. Keine Ahnung, was ich damit machen soll, aber wir probieren das in einer anderen Aufnahmesession mal aus. Nein, das wollte ich jetzt nicht ausmachen. So. Aber der bewegt sich innen drin noch. Ist zwar jetzt schwarz, aber würde ich sagen. Wir wechseln mal hier drauf. Snacken uns nochmal einen Riegel. Und dann würde ich sagen, war es das mit diesem offiziellen Let's Play hier von The Forest. Wir schmeißen eben noch die Stickies da rein. Aber ab jetzt wird das dann nicht mehr regelmäßig Folgen kommen zu The Forest. Sondern nur halt hin und wieder mal ein paar. So einfach mal so zwischendurch. Aber das Let's Play ist dann ab jetzt offiziell eigentlich beendet. Dann sage ich euch vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Dann noch hoffentlich sehen wir uns an einem anderen Let's Play wieder. Ob jetzt The Elder Scrolls Arena, Raft oder hier Ion Live. Oder was ich jetzt auch gleich anfange aufzunehmen, so Bioshock. So. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.